Ist ja Rundgang hier. Ich glaube, das sehen wir. Und die machen hier die schwebende Jungfrau. Die machen hier die schwebende Jungfrau. Ja. Solange sie angezogen sind, ist es auch noch zu warm, zu kalt. Ja. Hier kann man reingehen. Aber da wollen wir nicht, wir wollen den See. An See sehen. Schau mal, jetzt hat sie ihre Kleider. Das ist eine schöne. Was er denn kann, ja. Hier kann man sitzen. Was ist hinten? Hinten. Mhm. Am Schiff. Da gehen wir dafür. Bis zum Schiff gehen wir noch vor. Ja, das ist ein bisschen höher, siehst du? Ein, zwei Meter haben sie das damals ausgesucht gehabt. Haben sie das damals ausgesucht, haben gesagt, hier machen wir ein Kloster her. Das ist das im Hintergrund. Was ist denn das? Die sehen es nur. Die haben hier überall so Kunstgegenstände, oder wie das nennt. Haben sie das hier dran. Und hier haben wir eine Bank für mich und meine Mutter. Hallo. So, hier ist schön Schiff. Und jetzt gehen wir mal vor, wie es da vorne ausschaut. Ja, da hinten ist eine Ortschaft. Und da hinten das Kloster. Wir rennen mal außen rum, jetzt kriegen wir wieder. Wir rennen mal hier außen rum. Das sind die Kanuten von den Steinzeitmenschen. Die haben ja auch schon da ewig rumgetan mit dem Zeug. Dann sind die ganzen Flüsse und Seen abgefahren. Die da hinten machen immer noch weiter. Mit der schwebenden Frau. Und hier haben sie ein Schilfding. Eine Saugstelle. Da kann man rein mit dem Boot. Mal aufpassen, dass man. Aber sehen wir gerade das Wasser hier? Allein ist zu. Hier kann man bestimmt wohnen drin, ne? Genau. Da ist Stuhl drin und alles. Hier kannst du dann sitzen. Das ist ein Floß, oder? Schwimmendes Floß. Das sind Bretter, die haben auf alt gemacht, ja. Und hier ist natürlich der schöne See. See und der See. Aber ist natürlich nichts mit dem Chiemsee zu vergleichen. Aber Wasser ist auch ganz schön. Schöne Wasserqualität. Und da wieder ein Stein gestellt. Da waren bestimmt die Römer hier auch. Vorne ist ein Badestück, kann man baden sehen. Oh, das geht ganz schön weit hinter da. Hier Hubschrauberlandeplatz. Hier könnte ich, wenn ich einen Gyrokopter habe, landen und schlafen. Oh, was ist denn das? Das sind Viecher. Hoppa, Mensch, was wackeln das? Und mit Kleinen. Da sind Junge auch dabei. Das lassen wir lieber. Noch ganz schön. Und die können hier gar nicht runter. Also die springen. Aber da ist ja Zugang. Hier hinten sind auch so schöne Häuser und Anlegestellen.